Ja, herzlich willkommen zum Blitzfazit nach der 1:3 Niederlage des VfB Lübeck beim MSV Duisburg am heutigen Sonntag. Und ja, hupend verloren, Elfer verwehrt. Warum hupend verloren? Weil die MSV-Fans vor dem Stadion wieder eine kleine Party abgezogen haben. Alles unter Corona-Regeln, hat man erzählt. Alles gut. Sie hupten das ganze Spiel über und vielleicht hat es den VfB so ein bisschen außer Fasson gebracht. Und wie kam das 1:3 zustande? Erstmal hat Rolf Landerl danach gesagt, das ist vielleicht ganz wichtig, wir haben nett mitgespielt, aber es fehlte so ein bisschen das Messer zwischen den Zähnen im Abstiegskampf. Und da hat er auch vollkommen recht. Er setzte übrigens auf die gleiche Startelf wie schon beim Sieg gegen Unterhaching. Das fand ich persönlich ganz gut. Und ja, die ersten drei Szenen gingen auch auf das Konto der Grün-Weißen. Kopfballschuss, ganz gut über rechts, über Deichmann irgendwie rausgespielt alles. Aber danach verflachte das Spiel. Und Sicker war es denn in der 26. Minute von Duisburg, der dann das 1-0 für die Zebras erzielte. Und ja, wie kam das zustande? Also erst war irgendwie Okumbova rutschte weg, Gruppe köpfte das Ding irgendwie zu Sicker vor die Füße, Thiel kam vorher nicht ran, so, und dann war es ein Schuss wie ein Strich. Rede hatte da jetzt nicht so viel Chancen, landete im rechten unteren Eck, war ein bisschen bitter und auch unnötig zu diesem Zeitpunkt. Ja, der VfB tat aber auch nicht so viel für die Offensive. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das war dann Marvin Thiel, der dann kurz vor der Halbzeit zweimal das Ding Volley genommen hat und zweimal abgeblockt wurde. Da war ein bisschen Pech dabei. Ne? Thiel musste übrigens dann verletzt raus. Er fasste sich an die Leiste, hatte sich vorher irgendwie schon verletzt. Und da hoffen wir, dass es nicht ganz so dramatisch wird und dass er vielleicht nächste Woche gegen 1860 wieder mit dabei ist. Ja. Kurz vor der Pause eigentlich waren wir alle schon Bier holen, Kaffee holen, Kekse holen, was auch immer. Ja, da war es denn Schmidt, der dann völlig frei zum Kopfball kam. Akono ließ ihn laufen im Strafraum nach einer Ecke. Dann war das Ding drin, 2-0, Duisburg, super, klasse, vielen Dank. Für nichts in dem Fall. Und man muss auch sagen, dass der VfB einfach auch zu wenig tat. Das hat Deichmann hinterher gesagt, das hat Landerl hinterher gesagt. Erste Halbzeit war jetzt nicht so der Burner. Zweite Halbzeit dagegen schon viel besser. Man hat dem VfB angemerkt, dass er Gas geben will, dass er den Anschluss haben möchte. Und er war aber nicht also die Durchschlagskraft, die fehlte auf jeden Fall. Eine Szene war dabei, wo in der 55. Minute Schmidt-Deichmann ganz klar im Strafraum ein Bein stellt. Das hätte Stegemann sehen müssen. Der stand nicht weit weg davon. Und sorry, aber war glasklare Elfer nicht gegeben für den VfB. Da war schon klar, okay, weiß ich nicht, ob das hier noch was wird heute. Egal. Gut, weiter geht's. Weiter Dampf machen. Dann kam irgendwann Konter von Duisburg. Palacios traf dann zum 3-0 und war die Messe gelesen. Das war dann irgendwie auch durch. Ja, Okumbova hatte noch irgendwie den Anschlusstreffer erzielt. Das war dann auch verdient, also der Ehrentreffer. So viel hatte sich der VfB wirklich erspielt oder verdient für den Tag. Aber am Ende muss man sagen, das war dann deutlich zu wenig. Und deswegen ist der VfB Lübeck jetzt auch wieder Tabellenletzter. Das ist eine ganz enge Kiste da unten, das muss man sagen. Also ein Sieg heute in diesem Kellerduell, 20. gegen 19. Der VfB war vorher 19., jetzt ist er wieder 20. Das wäre so wichtig gewesen und deswegen auch unsere Überschrift, Hupen verloren, Elfer verwehrt. Das muss nächste Woche besser werden und vor allen Dingen geht es die nächsten Wochen ja auch richtig zur Sache. Erst kommt 1860 München, dann kommt Rostock, dann geht's nach Dresden. Holla die Waldfee. Da hat der VfB aber richtig was zu tun und wir hoffen, dass das dann besser läuft und vielleicht eine Überraschung drin ist. Ansonsten wird das echt schwer, die Klasse zu halten. Und da muss man auch langsam mal nach dem 22. Spieltag drüber sprechen, dass da was passieren muss. Unterhaching, alles super, gut gespielt, 1-0 gewonnen. Davor gegen Saarbrücken, das Unentschieden, auch okay, alles gut. Aber du musst im Abstiegskampf gegen die direkten Konkurrenten einfach punkten. Das musst du tun. Und das muss die Mannschaft auch wissen. Gab es so ein paar Totalausfälle heute für mich. Gut, die Einwechslung. Ja, kann man so machen. In der zweiten Halbzeit kann man der Mannschaft auch nicht unbedingt jetzt einen Vorwurf machen. Aber nochmal, du musst punkten. So, ja, was sagt der Schneemann-Talk dazu? Das werdet ihr wahrscheinlich morgen oder übermorgen hören, also Montag oder Dienstag. Da bin ich ja schon mal ganz gespannt, was die drei Jungs
von den Schneemännern erzählen werden. Und bei uns gibt es natürlich die Stimmen morgen früh spätestens. Und ja, das war es erstmal irgendwie von mir, von Roland Kenzo für HL Sports TV mit dem Blitzfazit nach dem Duisburg-Spiel. Nochmal 1:3. An dieser Stelle gute Besserung für Markus Kaben, meinen Kollegen, dem es im Moment nicht so gut geht. Der liegt in der Klinik. Hoffe, nichts ganz so Dramatisches, irgendwas mit dem Ohr. Aber an dieser Stelle gute Besserung. Und vor allen Dingen kommentiert doch mal, auch wie ihr das Spiel gesehen habt, bei uns auf dem YouTube-Kanal. Abonniert habe ich gesagt, liked habe ich auch noch nicht gesagt. Nee, sage ich jetzt. Liked unseren Kanal, liked den Beitrag und teilt ihn vor allen Dingen. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende, beziehungsweise einen schönen Sonntag, das, was davon noch über ist. Ja, ich sage tschüss, bis dann, ciao.